Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap, Neu-Mini-Brunnen, und wir sind hier noch am Aufträge abarbeiten. Und da haben wir hier einen Ernteauftrag, wo wir Hafer ernten sollen. Und wir müssen jetzt schauen, dass unser Drescher, weil der wird jetzt hier nicht mehr automatisch fahren mit Helfer, den müssen wir jetzt von Hand hier lang fahren, denn es ist wieder ein bisschen eng hier und die Bäume stören den Helfer. Also werden wir da noch ein bisschen was tun, und da drüben sehen wir ja, da steht unser Case mit dem Göweil-Wickler. Da habe ich da drüben schon die Ballen fast alle gewickelt. Das ist der andere Auftrag, den wir hier haben auf Feld Nummer 17, kann das sein? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hier sind wir auf Feld Nummer 13, wenn ich richtig weiß. So, den machen wir mal aus und springen schon mal rüber in unseren Kollegen hier. So, jetzt ist er auch voll. Also, dann fahren wir hier noch die letzte Bahn. Und dann können wir uns voll und ganz aufs Ballenwickeln noch konzentrieren. Wunderbar. So, und den Timer nicht vergessen. Jo, der läuft. Ja, da kommen wir hier vorbei. Tempomat ein, und dann können wir hier vorbeisteuern. In der Zwischenzeit gibt es mal einen Schluck Kaffee. Sehr schön, und da drüben springen wieder mal die Wildtiere herum übers Feld. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es in irgendeiner Update-Beschreibung hieß, dass es ein bisschen weniger werden soll, aber das habe ich nun wirklich noch nicht feststellen können. Also eigentlich bei jedem zweiten Feld, wenn man guckt oder hinkommt, da sind die Viecher, die Tierchen unterwegs. So, dann sind wir mit dem Auftrag hier eigentlich auch schon fast fertig. Zack. So, hier machen wir nochmal den Motor an. Dann können wir den abtanken und das Material wegbringen. Und dann können wir uns voll und ganz auf den Ballenauftrag konzentrieren, weil ich weiß jetzt nicht, soll ich den da oben auch noch annehmen, den Auftrag, den Ernteauftrag? Bin ich mir jetzt nicht ganz so schlüssig. Auf der anderen Seite haben wir ja noch so viel Zeit. 11.32 Uhr, der Tag ist sozusagen noch jung. Und es bringt ja immer auf jeden Fall ein paar Euro hier ein. Auf der anderen Seite, ich glaube, könnten wir uns auch schon mal langsam hier ein bisschen um unsere Felder kümmern. Da müssten wir, glaube ich, auch etwas tun. Jetzt aber muss ich erstmal schauen, wo geht's denn eigentlich für diesen Auftrag hin? Ernte, Getreidemühle. Oh ja, bevor ich mich da wieder blamiere. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Getreidemühle müsste doch das hier sein, oder? Bingo. Sehr schön. Dann machen wir hier einen Deckel drauf. Augenblick, wartet mal. So, Motor aus, sonst braucht er nur Sprit. Dann bringen wir das Ganze hier zur Getreidemühle, und dann können wir den Auftrag auch abschließen. Und dann schauen wir mal. Weil ich überlege gerade, wir müssen nur die Ballen wickeln und dann die Ballen einsammeln. Da müssen wir eigentlich auch keinen weiteren Traktor bzw. Schlepper rüberbringen. Dann können wir das alles mit dem Case erledigen. So, zur Getreidemühle könnten wir eigentlich auch mal links rumfahren. Durchs Dorf sozusagen. Dann hat es, glaube ich, vorne einen Kreisverkehr, und da müssen wir dann rechts fahren. So, wunderschön, wunderschön. Ganz toll gemacht hier, dieses Dorf. Also, wie gesagt, Respekt und Lob an den Modder, der die Map hier gemacht hat. Sehr toll. So, und da vorne, glaube ich, müssen wir links. Yep. Links, 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 links. Stopp. Okay, da kommt wieder ein Fahrzeug. Und sehe ich richtig, dass Charlie hier unterwegs ist? Mensch, Charlie, Charlie. Na? Ist das nicht unser? Und ist doch unser Charlie, oder? Hä? Müsste er jetzt nicht gestreichelt werden? Bin ich jetzt wieder... Oder macht er das nicht hier außerhalb? Oder ist es wirklich nicht unser Hund? Hä? Naja, okay. Dann ist es halt Bello und nicht Charlie. Okay.
So, jetzt müssen wir hier erstmal den Berg wieder hochkommen. Jo, und dann da vorne in der Kurve geht es rechts zur Getreidemühle, wo auch der Funkmast ist. Der Mobilfunkmast, würde ich sagen. So, hier geht es rechts rein. Wunderbar, wunderschön. Das gefällt mir. Das sieht ja eigentlich einfach super toll hier. So, einfach mal hier erstmal um dieses Kürfchen herum. Golden Field Grain Mill. Naja, gut, die Sachen sind alle in Englisch. So. Ach so, Augenblick mal. Irgendwas passt jetzt nicht. 13 Ernten zur Getreidemühle. Ist das jetzt nicht? Doch, das ist doch die Getreidemühle, aber irgendwas, Augenblick. Zack, jetzt haben wir es doch. Okay, wartet. Überladen, abbrechen. Wir müssen abziehen. Kornschieber links, rechts, hinten. Jetzt ist gut. Jetzt geht das bisschen flotter. Dann müsste doch genau die Lohndienstleistung abgeschlossen sein. Das bringt uns nochmal wieder 1300 extra. Und dann können wir hier auch gleich abschließen. Zack. Dann bringen wir hier mal den Valtra, unseren Abfahrer, erstmal wieder zum Hof. Fahren wir rechts rum. Und dann schauen wir mal auf dem Hof, ob da irgendwo Charlie rumspringt, weil irgendwie kommt mir das jetzt echt ein wenig komisch vor. Weil er ist schon ein bisschen arg weit weg vom Hof. Ob das jetzt wirklich unser Charlie war? So, rechts ist, links ist frei. Ja, das werden wir dann gleich sehen, wenn wir seinen Futternapf füllen. So, dann stellen wir den jetzt erstmal hierher. Vor die Mülltonnen. Zack. Sehen wir irgendwo was? Nee, kein Charlie. Aha, Ball. So. Peanut, okay. Zack, zack, zack. Sehen wir was? Da hinten kommt er doch, oder? Heiligsblechle. Dum, 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 dum. So ein bisschen immer wie Chariots of Fire habe ich immer bei ihm das Gefühl. Ne? Er rennt und trotzdem ist es so in Zeitlupe und jetzt rennt er auch noch durch den Holzstapel. Ach da. Wie? Da ist er. Okay. Okay, und das Geheimnis des Holzstapels. So, jetzt können wir ihn auch streicheln. Komisch. Okay, passt schon. So, wir laufen zu unserem Drescher, zu unserem Topliner, der uns bis jetzt Top-Dienste geleistet hat. Oh ja. Die Windräder drehen sich. Sehr gut. So, Motor an. Rohr eingefahren. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen. Also da bin ich jetzt ein bisschen nochmal überlegen. Ernte, Feld Nummer 10. Gerste auf Feld Nummer 10. Feld Nummer 10. Ja gut, soweit ist es jetzt nicht weg. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Da schauen wir mal. Schauen wir mal. Und dann sehen wir weiter. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir den jetzt erstmal hier einfach nur mal abstellen und parken. So, und dann kümmern wir uns hier nochmal ein bisschen hier um die Ballen. Dass wir auch den Auftrag abgeschlossen bekommen. So.
So, da liegt noch der Ballen hier rum, der Grasballen vom letzten Mal. Vom letzten Mal. Der liegt hier noch rum. Da müssen wir mal schauen, ob wir den uns dann noch schnappen und wieder einsammeln mit dem Frontlader. Weil den können wir ja definitiv an unsere Kühe verfüttern. Legen und dann fahren wir weiter. Ja, schon wieder 100%. Aber wie gesagt, der Göwal, muss ich schon sagen, sehr schick, gefällt mir sehr gut vom Sound her, von der Mechanik und allem, von den Animationen, sieht gut aus. Aus dem Göwal-Pack, dem DLC. Und ihr wisst ja, es kommt ja in Kürze ein weiteres DLC oder das zweite DLC. Yo, das berühmte Hay and Forage Pack mit interessanten Gerätschaften, die wir dann natürlich hier auf der Map auch einsetzen werden. Auf jeden Fall am 13. ist es soweit. So, jetzt ist es erstmal wieder soweit, dass er voll ist. Und dann gibt es jede Menge interessante Gerätschaften für die Futter, für unsere Kühe, für die Futterbereitung, Aufbereitung, Heu, Silage und so weiter und so weiter. Schwader, Wender, Sammelwagen, Mähwerke, alles dabei. So, hat er jetzt schon abgeworfen, hab's gar nicht mitgekriegt. Doch, doch, doch. So, kommen wir da rum. Dann können wir hier noch den Rest einsammeln. Und dann geht's ans Einsammeln, ans Eingemachte. So, wird das nochmal voll? Na, schauen wir mal, ob das nochmal voll wird. Oh, jetzt liegt da wieder ein Ballen im Weg. Komm, weg. Na, ich glaube nicht, dass wir den nochmal voll kriegen. 76. Ne, da liegt nirgends mehr Wasser rum, so viel ich weiß. Irgendwo noch. Ne. Ne, ne, nö. Okay. So, dann würde ich einfach den hier abstellen. Schön, wie er ist. Und dann haben wir den Ladewagen, beziehungsweise den Ballensammelwagen. Der steht nämlich noch, glaube ich, beim Händler. Den werden wir uns jetzt holen. Und dann geht es hier ran. Und da müssen wir sowieso dann nochmal dahin. Denn ich glaube, wir müssen das Ganze zum Tierfutter, zum Tierhändler bringen. So, aber der Kollege hat 50 drauf. Das ist gut. Und wir hören wieder das Flugzeug. Ja, wir haben unnötigerweise den Schwader. Den haben wir nämlich geholt und schon in Stellung fast gebracht, hätte ich gesagt. Also in Bereitschaft, in den Verfügungsraum. Aber das war natürlich völlig unnötig, weil ja unser Mähwerk ja eine Schwartablage hat. Also hätten wir das Gerät überhaupt nicht gebraucht. Sozusagen auch für umsonst gemietet. So, da gingen mal kurz die Bremslichter an beim Kollegen vor uns. Ja, dann hätten wir uns nämlich die Fahrt wirklich sparen können, hätten dann gleich den Ballensammelwagen mitnehmen können. Gut. So, dann geht's hier runter zum Händler. Zack, und hier rein. Und da steht doch das gute Ding. Ja, natürlich, das haben wir einmal umparken müssen. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wie machen wir das am geschicktesten, dass wir dann auch da rauskommen. Und schönes rotes Gespann. Jetzt nehme ich wieder die Frage, wie wir hier dann ja, bei diesen engen Wegen, Gassen und Plätzen, wie wir hier am besten durchkommen. Kommen wir da einmal rum, sonst bleiben wir nicht, dass wir wieder hier hängen bleiben. So, von rechts kommt nichts. Dann müsste das doch klappen. Okay, sehr gut.
rechts ist frei. Und links ist frei. Ja. So, und dann gab es ja die Tage auch ein Patch. Da wurde wieder mal ein bisschen hier was verbessert, Fehler ausgemerzt. Und dann gab es auch neue New Holland Fahrzeuge. Und es gibt einen neuen Punkt im Menü, das sind den E-Sports. Und da dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob ihr das jetzt schon mal genutzt habt, wie ihr das findet. Das neue System hier, das wir jetzt also auch einzeln. Ich muss es selber auch erstmal antesten. Ich habe es jetzt auch nur gelesen und gesehen. Bin noch nicht dazu gekommen, es selber auch mal zu spielen. Aber mich würde es auch reizen, mal zu schauen, wie es hier mit dem Ballenstapeln aussieht, wie schnell man da ist. Und würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze findet hier, so ein bisschen E-Sport-mäßig, den Landwirtschaftssimulator. Da ist jetzt ein bisschen was dazugekommen, jetzt auch eben für die Konsolen, das ist eigentlich da so ein bisschen das Entscheidende, weil vorher ging das, glaube ich, eben nur auf dem PC. Jetzt haben auch die Consoleros die Möglichkeit, hier ein bisschen E-Sport zu machen. Wir fahren hier aufs Feld. So. Und eben dann Ballen zu stapeln gegen die Zeit oder eben hier richtig in die Arena zu gehen. Jo, dann fahren wir hier mal rechts rum und sammeln die Ballen ein. Wie viel passen da drauf? 24, glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Aber ich habe fast den Verdacht, wir werden zweimal fahren müssen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, da vorne springen schon wieder die Bambis rum. Drei Stück an der Zahl. So, eigentlich hätten wir andersherum fahren sollen, entgegen dem Uhrzeigersinn, aber Bastjo, Bastjo. So, das machen wir jetzt aber. Schnappen dir. So, wie wir ja auch schon festgestellt haben, mit einem anderen Ballenauftrag gibt es anscheinend keine Probleme mehr hier mit dem Sammeln bzw. auch dem Abliefern der Ballen. Ich hatte ja auf Neubartelshagen, unserem Big Farm Projekt, da hatte ich ja mal übergangsweise nach dem letzten Update bzw. Patch das Problem, dass er hier mit meinem Lieblingssammelwagen, dass er ja dann ganz wild rumgesprungen ist, weil er irgendwie die Ballen nicht mehr richtig getrennt hat. Das Problem scheint sich gelöst bzw. beseitigt worden zu sein. So, 21. Drei Ballen können wir noch aufpacken. Oh ja, da sind noch ein paar übrig. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie viel Prozent wir dann abgearbeitet haben. Ein Ballen geht noch. So. Jupp. Und zu. Ja, den anderen Ballen hier, den können wir leider nicht mitnehmen. Beziehungsweise den können wir dann schon später mitnehmen. Ja, das wäre eine Option. Da brauchen wir eigentlich nicht mit dem Frontlader dahin zu fahren. Ja, müssen wir mal schauen. So, können wir hier durch? Ja, fahren wir hier durch. Kommt von links was? Nö. So, kommen wir hier drum? Ah, das wird eng. Ah, okay, keine Kollision mit den Verkehrszeichen. Ja, okay, das ist okay. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil wir natürlich hier ein bisschen ausladen. Aber ich denke, bei den Straßenlaternen, da würden wir mit Sicherheit einfädeln. Oh, wir sollten vielleicht die Rundumkennleuchten anmachen. Besser ist das, wenn wir hier schon auf der Straße mit ein bisschen Überbreite unterwegs sind. Ach so. Erstmal gucken, ne? Also ich gehe jetzt zwar fest davon aus, so viel ich noch weiß. Wo müssen wir denn hin? Ja klar, zum Viehhandel.
Wo denn auch sonst? Ich meine, okay, wir hätten es auch theoretisch hochbringen können zur BGA oder so. Aber der Viehhandel ist doch naheliegender. So, jetzt müssen wir hier rum. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwo dann einfädel hier mit dem Rechts, mit dem Aufsammler. Und dann schmeißt es uns aber ganz böse durch die Gegend. So, da oben auf der Brücke ist wieder der Zug unterwegs. Theoretisch müssten zwei Züge unterwegs sein, oder? Nee. So, ist klar, der biegt jetzt auch ab und der biegt auch ab. Ja, dann komm, komm, fahr. Na, doch nicht. So. Erste rechts geht's zum Viehhandel. So, und aus dem Dunkeln kommen die Autos. Der Viehhandel von, ich glaube, Erlengrad, oder? So, aber dafür ja auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Platz als in Erlengrad, um das Material abzuladen. So, und runter mit dem Zeug. Was sagt er? Ah, yep, sehr schön. Im Prinzip schon abgeschlossen. 98%. Auf jeden Fall kriegen wir Geld. Nee, ist noch nicht. Doch, ist fertig, wäre abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, die restlichen Ballen sind dann für uns. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir die auf den Hof bringen. Das wäre eigentlich auch eine Option. Dann haben wir dort die Silageballen. Ja, warum eigentlich nicht? Und dann können wir die eigentlich später verkaufen. Das wäre auch eine Option. Okay, Freunde. Das werde ich jetzt hier noch fertig machen, die Ballen und so weiter einsammeln und den Auftrag dann abschließen. Und das soll es dann auch schon mal wieder gewesen sein für den heutigen Tag. Ups, für das heutige Video. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich hier so tue und vor allen Dingen unsere Alpenmap euch gefällt, ja, dann würde ich mich doch über ein Abo freuen hier für den Kanal. Das wäre eine dufte Sache. Ein Kommentar oder ein Däumchen hilft auch. Also gerne, gerne, gerne. Ich freue mich und wenn ihr euch auch gefreut habt und ihr noch Spaß an der Sache habt, dann freue ich mich natürlich auch auf euch hier für die nächste Folge hier bei mir auf dem oder Landwirtschaftssimulator 22 auf diesem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei euch und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.